Ganz schön. An Weihnachten kommt die ganze Familie zusammen. So lang habe ich Tante Mary nicht gesehen. Seitdem sie nicht mehr in der Stadt wohnt, hört man fast gar nichts mehr von ihr. Aber wenn sie das Haus betritt, dann steckt sie das ganze Haus mit Freude an. Weißt du noch, als wir die Lebkuchenhäuser gebastelt haben? Tante Marys ist innerhalb von 10 Sekunden ineinander gefallen. Das Gesicht werde ich nie vergessen. Das stimmt. Naja, Familienzeit ist eben was ganz Besonderes an Weihnachten, finde ich. Hey, ist dieser Zinssoldat nicht von Oma Hilde? Ja, die Uniform ist noch original von Oma. Aber der Glaskopf musste vor 2 Jahren ausgetauscht werden. Ist Johanna runtergefallen. Naja, Oma sieht das von ihrem Sessel ganz hinten eh nicht. Aber ich wette mit dir, die Geschichte, wie sie sie gebastelt hat. Die wird auch dieses Jahr nicht fehlen. Das garantiert. Was ist eigentlich mit dem Essen? Ich rieche gar keinen Raclette-Käse. Essen wir heute später? Hast du es nicht mitbekommen? Dieses Jahr gibt's kein Raclette. Es gibt Kartoffelsalat und Würstchen. Was? Wieso das denn? Wer liebt denn kein Raclette? Jedes Jahr, seit ich denken kann, gibt es Raclette an Weihnachten. Ja, aber Mama sagt, dieses Jahr ist alles anders. Also eben auch das Essen. Somit Würstchen und Kartoffelsalat. Wo ist eigentlich Johanna? Johanna! Sorry, ich habe 2 Minuten. Ich bin gleich. Übrigens. Ich bin dieses Jahr als erstes dran mit Auspacken. Was? Wieso denn du? Du warst doch letztes Jahr schon dran. Wieso kann ich nicht die Erste sein? Weil ich eben die Ältere von uns beiden bin. Was ist das denn für ein Argument? Ich finde, das ist ein gutes Argument. Aber was hast du dir eigentlich für ein Spiel gewünscht dieses Jahr? Ich freue mich ja schon so auf die Spielerunden nach dem Auspacken. Du wirst es lieben. Ich verrat's dir noch nicht. Aber ich habe es beim Nürnberger Spielefest kennengelernt und ich hab mich sofort verliebt. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Habt ihr euch gerade über die Reihenfolge gestritten? Also ich hatte ja gehört, ihr müsstet auf dieses Jahr anfangen. Ah ja, das bin ja ich. Was habt ihr alle mit dem Alter dieses Jahr? Wo ist eigentlich die Klingel? Ja, gleich. Gleich. Seid ihr dann soweit? Leonie, pack dein Handy weg. Nicht an Weihnachten. Bereit? Bereit. Bereit. Dann kann Weihnachten ja losgehen.